Moin Moin. Guten Morgen, ihr Lieben. Oh, ich mache ein bisschen Schatten. Macht nichts. Wer Outlander kennt, der kennt wahrscheinlich auch diesen Punkt hier. Und zwar ist das... Ups! Ups, nicht fallen. Ist das so eine Spitze, wo im Hintergrund die Berge zu sehen sind, wo sich Claire und, wie heißt der? Jamie irgendwie mal aufgehalten haben. Auf jeden Fall ist, ich glaube, irgendein Vorspann sieht man das. War wir ganz überrascht, dass wir hier plötzlich an dieser Stelle hier ankamen. Wir wollten eigentlich nur kurz eine Rast machen. Aber sieht echt schön aus. Ich zeige mal ein paar Bilder. Wolltest du irgendwas sagen noch? Entschuldigung. Nee. Okay. Bist auch beeindruckt, ne? Sehr. Wir haben danach gesucht. Tage. Nein, nicht wirklich, aber... Weil wir suchen nicht gezielt nach irgendwelchen Orten, aber das ist wirklich, als wenn wir da hingeschubst wurden. Also wir zeigen euch mal. Ja, wir hatten es zwar nicht gezielt vorgehabt, aber es lag auf dem Weg. Hinter uns ist das Glenfinnan-Viadukt, bekannt von Harry Potter. Uli ist nicht so begeistert, weil... Ja, parkplatztechnisch ist wieder hier alles überfüllt. Und wir sind auf irgendwie so einer Wiese... Stress. Ungefähr 10 cm schon tiefer gerutscht, aber ich krieg den schon raus. Meint. Problem ist nur, das ist eine schmale Zufahrtsstraße, da stehen alle jetzt drin. Wann wir rauskommen, werden wir sehen. Aber wir haben ja Urlaub, wir haben Zeit. Zur Not legen wir uns ins Bett und ruhen uns aus. Auf jeden Fall ist Glenfinnan-Viadukt. Wir zeigen mal ein bisschen vom Nahen jetzt. Eigentlich urspektakulär. Es ist halt eine Brücke, eine Eisenbahnbrücke. Und wieder so ein Punkt, wo zu viele Leute an einem Ort sind. Genau. Gar nicht gut. Und den wir ganz schnell verlassen, weil wir uns zur Fähre um nach... Isle of Skye. Genau, zu kommen. Bis später. Jo, so naiv wie wir waren, haben wir natürlich gedacht, wir kriegen noch eine Fähre. Kriegen wir aber erst morgen Mittag, irgendwann um 2. Jetzt haben wir uns gedacht, wir haben so einen schönen Aussichtspunkt gefunden. Psst, du musst das anders sagen. Was? Aufgrund dessen müssen wir an diesem schrecklichen Ort hier stehen über Nacht. Achso, ja, das ist ganz fürchterlich. So am Wasser und mit ganz schlechter, fürchterlicher Aussicht. Ja, müssen wir uns leider hinstellen. Ja, so, müssen wir hier leider stehen bleiben, müssen warten, dass wir morgen wieder Fähre dürfen. Ja, dafür sind wir auch 13 Kilometer zurückgefahren für diesen schlechten Platz. Ja, ist ja nicht verkehrt. Nee. Aber das Schöne ist, wir haben heute einen wunderbar geilen Tag gehabt. Unter anderem sind wir mal einfach, ja, spaßeshalber dann auch zum Glenfinnan gefahren. Habt ihr ja gesehen. Und zufälligerweise haben wir da auch den Zug erwischt. Haben wir gar nicht so geplant eigentlich. Nee. Da kam dann, da kriegten wir plötzlich gesagt, in 2 Minuten kommt der Train. Und dann haben wir gedacht, na gut, da kommt dieser komische, wie heißt der? Highland Express. Ja. Und was kam? Der Dampflok. Also wunderbare Szene, das war so fantastisch, haben wir so gar nicht erahnt. Nee. Und der Weg hierhin, ganz fantastisch, also der Tag ist rund und das Wetter, ihr seht es ja selber, T-Shirt, ja. Also um die Zeit noch. Es und ist lustig war schon 18:47 Uhr, ja. Und hier scheint die Sonne, Ortszeit, 18:47 Uhr. Und lustig war, wo wir zur Fähre gefahren sind, da sind wir durch eine Landschaft gefahren, wo wir beide sofort gedacht haben, wir wären auf Norderney. Ja, das sah fast so aus. Naja, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Jo. Das schneide ich alles mit rein gleich. Jo. Ihr seht ja den fertigen Film. Jo. Das war's für den heutigen Tag. Wir beenden das Video hier. Ja, ja. Jetzt, Uli kocht gerade hier lecker Essen. Ah, an diesem herrlichen Platz. Auch da werden jetzt am Anschluss noch ein paar Bilder kommen. Ihr seht, wie schrecklich wir hier stehen. Ja, ganz schrecklich. Euch alles Schöne und ich sag mal, tschüss in die Ferne.